So, weiter geht's. Wir sind wieder zurück. Boxenstopp live. So, wir fahren weiter. Und da gibt der Flexi von Gas. Ja. So. Aber ich muss sagen, der Tourek fährt sich gut im Gelände. Aber weißt du, was das Schöne, weißt du, was wirklich das Schöne dabei in diesen Boxenstopp-Folgen jetzt ist? Wir sind nicht alleine in der Party und die Elgato nimmt ja die komplette Party Nein. auf. Ach nee. Ach nee. Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich, Pate, natürlich. So. Dein Nackiges wird aufgenommen. Oder du schaltest uns stumm. Nee. Okay. Nee. Ja, quasi Gueststar. So ein bisschen hier in der Boxenstopp-Aufnahme. Ja. So. Er wirft ein paar Kommentare mit hinein. Genau. Hey, aber ich würde sagen, wir würden erstmal hier Konsumern gratulieren, oder nicht? Ja, natürlich. Den habe ich schon eingeladen. Haben wir gratulieren. Bin doch schon da. Ihr habt doch schon einen gratuliert. Wir haben schon alle gratuliert. Wir gratulieren nochmal. Das ist vor allen. Von allen. Alles Gute zum Geburtstag, Marcel. Alles Gute zum Geburtstag, Konsumer. Ja, und das Schöne ist, die Folge kommt ja auch auf YouTube. Da habe ich ja schon zwei Geburtstagsfolgen. Die Geburtstagsfolge von René, wo ich gesungen habe, die ist schon online auf YouTube. Und dann die Boxenstopp-Folge, wo der Konsumer Geburtstag hat, die kommt dann auch auf YouTube. Wie passend. Aber ich muss, René, hört sich ganz anders an. Ja, natürlich hört sich ganz anders an. Ja. Ja. Und es ist so bequem, ich spüre es kaum am Kopf. Okay. Wo ist gar keine Thai-Curry? Ich hätte vorhin fast beim neuen Headset, das ist auch so eine Sache, heute ich ein neues Headset mit Mikrofonbaum kauft, passt drauf, wenn ihr euch eine Zigarette anzündet, dass ihr nicht auf das Mikrofon ankokelt. Also das klingt so, als müsste ich mir das Headset auch irgendwann mal holen. Ja, Sony hat mit der PlayStation 4 bisher nichts verkehrt gemacht. Nach der Niederlage gegen die Wii musste Sony Taten folgen lassen. Ja, das stimmt. Weißt du denn hier, warum ist denn der Zaun hier auf der Strecke gebaut? Sehe ich das richtig? Alles Gute zum Geburtstag, Konsumer, schreibt Klang Gaspar. Anderen. Ich wollte gerade sagen, hallo an die anderen da im Stream. Jo, hallo. Hallo Schumer, möchtest du bei Boxenstopp mitmachen? Alles Gute. Ich hab man hört gar nicht auf der PlayStation drauf. Man hört ihn ja sowieso. Ist er so oder so dabei jetzt? Achso, man hört mich gar nicht, oder was? Nein, ich war, wenn du im Stream gehört werden willst, muss es umstellen. Aber auf der Aufnahme jetzt von der Capture-Karte bist du jetzt schon drauf. Hallo zusammen und vielen Dank, Langkaspar, für die. Und Schnoggi auch. Schnoggi hat auch alles Gute gewünscht. Oh, Schnoggi, danke schön. Du bist ja auch. Du bist ja auch auf der Aufnahme jetzt schon drauf von der Elgato, weil die läuft ja im Hintergrund, weißt du? Scheiße alt. Aber Geburtstag ist auch. Aber Geburtstag finde ich auch ein lustiges Thema für Boxenzock, muss ich sagen. Weißt du, was ich zum Geburtstag bekommen habe? Ja. Was denn? Ein Gutschein für Lasertag. Oh, geil, cool. Lasertag. Geil. Der Chef hat extra meine Schwester vom Krankenhaus aus sie angerufen, weil er da im Krankenhaus liegt. Okay. Weil die kommt erstmal um. Das wird noch viel größer und da freue ich mich schon drauf. Das ist gar nicht so billig, ne? Lasertag ist teuer. Ich kaufe mir morgen PS5. Wie jung ist er denn geworden, der Konsumer? Das ist ein Staatsgeheimnis. Ja, genau. Genau. Da muss ich dich von der Stasi anmelden. Dann oh, Mist, ich hab die Kurve nicht gekauft. Nein, fuck. Ich bin 26 Jahre alt geworden. 26 Jahre alt, vor allen Dingen, wie er das alt noch betont hat. Wie süß. Oh Gott. Und den Terminkalender habe ich bekommen. Ein Terminkalender? Ja, du bist jetzt alt. Ich wollte unbedingt den Terminkalender haben, damit ich meine Termine einschreiben kann. Ich bin schon wieder auf der Bahn. Ah, da ist er. Hallo. Ja, der schießt an mir vorbei. Nein, aber Geburtstage. Apropos Geburtstage, finde ich noch ein lustiges Thema. Wer von euch erinnert sich eigentlich noch an seinen 18. Geburtstag? Ich. Okay, hast du den groß gefeiert oder eher so gemütlich klein oder hast gesagt, jetzt kann ich alles machen? Besuch von meinem Onkel bekommen. Okay. Der hat 120 kleine Jägermeisterflaschen im Gepäck gehabt und ein bestimmtes Lied. Okay. Das ist das Einzige, woran ich mich noch an meinen Geburtstag erinnere, meinen 18. Okay.
Weil wir haben um 7 Uhr morgens angefangen, Jägermeister zu saufen. Okay. Krass. Also ich weiß noch, meinen 18. weiß ich noch, den habe ich ordentlich zu Hause gefeiert. Mit ein paar Freunden. Und ja, dann ging's für mich auch erst einmal in die Disco. Ja, ich bin einer, der mit 18 erst in die Disco gegangen ist. Jetzt oute ich mich. Und ja. Ja, ich aber auch. Ich bin 28 und war noch nie in der Disco. Okay. Nein, man viel immer sagen, wenn du sagst, du bist mit 18 erst in die Disco gegangen. Was? Wir hatten doch Disco im Keller. Ja, und ja, und wie das so ist, ne, dann ist man 18, ne, man ist gut drauf, guter Dinge. Und dann feiert man schön. Ja, und irgendwann bin ich wach geworden. Ich erinnere mich auch an meinen 18. Hoppala. Jetzt bin ich irgendwann wach geworden, dann wie der Klomeister kam. Morgens um 6. Ne? Zu meinem 18. Geburtstag, da war meine große Liebe dabei. Zum Zocken ist man nie zu alt. Das stimmt. Ich habe aber vorsichtshalber schon das Altersheim vorgewarnt. Plazy for Bingo. Finde ich gut. Also, ich muss dazu sagen, meine Oma ist 75 Jahre alt. Die spielt jetzt noch am PC ihre Videospiele. Und am Handy. Und am Tablet. Hm. Und an der Wii. Ja, warum nicht, ne? Ja, ich meine ja nur, Videospiele sind für alle Generationen, wenn es einem Spaß macht, dann soll man spielen. Eben. Und ich sag schon mal so, Flexi, wir zwei sind die Generation, wo sich die Jugend dann über die Rentner aufregt. Ja, ja. Ja, ja, es gibt ja, wir sind die Rentner, ja, das geht aber jetzt schon los, weil viele von den Jüngeren, auch vielleicht jüngere Zuschauer, aber nicht jetzt irgendwie angegriffen fühlen, werden sich vielleicht wahrscheinlich dann sagen, keine Ahnung, man ist 14, man ist 15, überhaupt reden die alten Säcke denn da? Mein Gott, ja, okay. bei uns ist alles viel, viel besser, es muss viel besser aussehen. Wir sind mit Kleinigkeiten zufrieden, ne, in Spielen. Ja, ich brauchte früher als Kind kein Smartphone. Ich hab Sand im Sandkasten gefressen. Ja. Okay, ich gebe zu. Ich bin eine Grafikhure. Ey, darf ich das schon sagen? Ja. Du alte Grafikhure, du. Ja. Aber ich habe auch meine Grenzen. Ja klar, ja. Es gibt halt. Aber was ich gerne auch mal so ein bisschen ansprechen würde, wäre, ist mal, was vorhin schon kurz hatten, mit den Headsets. Mhm. Weil viele machen da ja immer Abstriche. Design, Preis. Ich muss sagen, ich habe das PlayStation Original-Headset gehabt. Das 2.0, was war ein super Flexi. Ich tänzel ein bisschen. Das geht dich gar nichts an. Okay, kein Kommentar. Ich sage nicht so ohne meinen Anwalt. Okay. Ja. Advokat ist Anwalts Liebling. Oh, jetzt habe ich Werbung gemacht, scheiße. Schleichwerbung. Ja, musst du dann, wenn du YouTube hochlädst, einen Piep drüber machen. Ja, Piep. Piep ist Anwalts Liebling. Ach ja. Was wolltest du sagen, wegen Headset? Ja, genau. Ich weiß es nicht mehr, Kopf voll der Faden verloren. Wegen Design und ja, Preis irgendwie? Ja, also auch zum Thema Sony. Sony macht, was Konsole betrifft, sehr gute Geräte, aber Zubehör an den Konsolen schwach. Ich habe das Sony PlayStation Headset gehabt, das kabellose 2.0. Mhm. Das hat circa 8 Monate gehalten, dann sind diese Scharniere in den Bügel, weil zusammenklappbar, mit ganz kleinen Plastikteilen wurde das so zusammengehalten, rausgebrochen. Materialermüdung. Sony sagt klipp und klar, kein Garantieanspruch da drauf. Weil, passiert. Ich habe mir jetzt ein bisschen im Internet herumgeguckt und ich habe mir eins geholt mit austauschbaren Bügeln. Beziehungsweise beim Turtle Beach, jetzt ohne Werbung zu machen oder so, kann ich die Scharniere, bzw. die Bügel, wo man das rauszieht, mit zwei Schrauben lösen an beiden Seiten und kann dann ein neues Teil einsetzen. Da sollte man ein bisschen gucken, dass man vielleicht ein Headset, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt,
Ist vielleicht mit Ersatzteilen leicht selber reparieren kann. Ja, gut, ist klar. Also muss jetzt nicht unbedingt der Ersatzteil sein, aber du hast eine gute Sache angesprochen. Und zwar auf Schnee im Gelände sind wir auch noch nie gefahren, ne? Übrigens, mal so nebenbei. Nein. Was wollte ich gesagt haben? Nein, aber auf den Preis sollte man schon achten. Das ist wichtig, weil ich glaube, ein Headset für 30 Euro taucht, glaube ich, nicht so viel wie eins für, sag ich mal, 70 oder 100 Euro. Gut, das ist natürlich klar, aber ne, dann darf man sich, wenn man ein Headset für 30 Euro hat und das geht schnell kaputt, darf man sich dann auch nicht beschweren, ne? Ja, gut, traurig ist es aber, wenn du ein Headset für 150 Euro hast. Ja, und es geht kaputt. Ja, das ist natürlich auch klar. Aber da muss man... Wie war das bei Banane? Wie war das bei... Der hat sich ein 120 Euro Headset gekauft, das hat gerade mal 3 Wochen gehalten. Ja. Sind die Bügel gebrochen. Wo, musst du jetzt auch sagen, irgendwie sind die Headsets heutzutage für sehr kleine Köpfe gemacht. Ich habe einen Dickschädel, ja. Oh ja, das hast du. Du hast einen Dickschädel. Oh ja. Ein ganz schön Dickkopf. Ganz schön. Oh, eine Bisonherde. Wow. Und bei mir spannen halt fast alle Kopfhörer. Aber das Turtle Beach, das gibt ein bisschen nach. Das formt sich mit, aber ohne kaputt zu gehen. Mhm. Und da war halt die Entscheidung, ich habe wirklich lange, ich habe 3 Monate lang Headsets im Internet vergleicht. Mir im Laden angeguckt. Kauft nicht das erstbeste, was ihr seht, sondern vergleicht wirklich. Mhm. Oder schaut euch im Internet YouTube-Videos an, Testvideos oder sowas von Leuten, die es vielleicht haben. Ja. Na. Ja, oder fragt nach in dem Freundeskreis, ey, hast du von denen und denen gehört, wie ist das und das? Genau. Da könnt ihr dann auch Erfahrungen einholen. Und man hat Glück und Saturn hat welche ausgestellt zum Testen. Ich habe ein Triton-Headset und das hat 50 Euro gekostet. Ja, ist doch supi. Ne? Triton hätte so gute. Ja. Ich habe damals einen Triton für einen PC gehabt. Mhm. Das auch ein ganz großes 7.1 Surround Sound. Das musste ich hinten am PC mit 3 Steckern anschließen, wie eine Audioanlage. Hat einen Hammerklang gehabt und das hat, glaube ich, damals 45, 50 Euro auch gekostet gehabt. PC-Headsets sind günstiger wie für die PlayStation. Das stimmt auch. Mhm. Ja, das stimmt auch, was du schreibst, Schnoggi. Auf den Preis sollte man schon achten, das ist klar. Ein Headset für 100 Euro hat vielleicht mehr Features, aber ob es einen besseren Sound hat als das für 60, das stimmt. Das muss man natürlich, das ist das große Problem bei Headsets, man kann sie leider nicht irgendwie vorher testen. Vom Klang her. Bei Triton, das kann ich aber auch nachvollziehen. Bei Triton geht's, glaube ich, mittlerweile, weil die sind meistens sogar ausgestellt in x-beliebigen Fachmärkten. Wo bist du? Ach, da. Und hinter dir. In eurem Lieblingselektromarkt eurer Wahl kann man die Headsets teilweise jetzt schon mittlerweile doch austesten. Und das sollte man dann auch tun. Das kann man ja auch mal nachfragen. Genau. Ja, nur als ich bei uns im Elektrofachmarkt, in dem wir ja auch waren, Consumer, nachgefragt habe, ich würde das gerne mal testen und mal aufprobieren, wie es sitzt. Dann hieß es nur, ja, die PlayStation-Headsets können sie nicht aufmachen, weil es dann B-Ware wird. Ich kann mir ja gerne die Kopfhörer in der Kopfhörerabteilung angucken, da gibt es welche zum Testen, aber das waren alle mit 3 Klinkenanschlüsse, die sind für die PlayStation, die taugen nix. Also wenn ich ein Headset teste, will ich auch das testen, was für die PlayStation ist, und nicht ein PC-Headset. Headsets? Was Headset? Oh. Für was habe ich meinen 11... vom 2-Anlage, dem Nachbar gefällt's natürlich nicht. Ja, Bäume, gut, Headset, so viele Bäume. Headset zum Reden. Ein günstiges Headset von Astro gesehen für 150 Euro. Okay. Ja, gut, gehört aber auch schon. Das einzige Headset von denen. Er gehört aber auch schon zur Elite-Marke, muss ich sagen. Ja, oder fängt das günstigste bei 150 an? Ich war zum Beispiel eine sehr große bekannte Audiomarke, die mit einem B anfängt, ist bei uns in Frankfurt auf der Zeil und die passen dir ein Headset auf deinen Kopf an. Das ist wirklich ergonomisch, aber da legst du mal locker 2.000 bis 4.000 Euro für das Ding hin. Wer kann sich das leisten? Also da muss es schon, wie gesagt, Multimillionär sein, um solche Headsets hier auch anfertigen zu lassen und sowas alles. Das ist schon... Wir reden mal von denen, wir reden mal davon, dass wir alle nicht viel Geld in der Tasche haben, nur für Games, und wir aber trotzdem vernünftiges Equipment haben möchten.
Na? Alleine, was ich dann denke, was ich im November für Games ausgeben werde, wird mir jetzt schon schlecht. Oh ja. Wenn man sich mal normal überlegt, ne, dass man eigentlich innerhalb von 2 Monaten sich ein P500 Turtle Beach kaufen kann. Ja. Ja. Das stimmt. Wenn man 10 Monate spart, geht es eigentlich ganz schnell. Oder 3 Monate sparen, hast es. Richtig. Ja, geht eigentlich so schon, werde ich mal, das. Wenn wir Spielegeld da ist, dann ist auch für Headsets da. Also ich werde definitiv, das so auch machen für die Point Morpheus. Auch wenn jetzt viele sagen, ja, warum wartest du nicht, bis die zweite Generation raus ist, weil die erste Generation hat dann vielleicht noch ein paar Macken oder so und die zweite wird vielleicht besser laufen. Nee, ich würde gerne von vornherein es sofort ausprobieren möchten. Also ich möchte sofort es ausprobieren, bin ich ganz ehrlich. Ich möchte einer der Ersten sein und dafür kann ich auch sparen. Wir sollten was für die Umwelt tun, ja? Ab sofort nur noch was, Dosentelefonen. Okay. Flexi, legst du die Schnur zu dir? Ja, mach ich. Ich habe mit meiner Schwester Wahrheit oder Pflicht gespielt. Oh. Ich bin... Okay, kein Kommentar dazu jetzt. Wollen wir das wissen? Es gibt solche lustigen Kaugummis, ich weiß nicht, von Five, da müssen wir keine Werbung machen oder so. Ja. Ja? Wenn du die isst und die aufklappst, stehen hinten Pflichtaufgaben drauf. Okay. So, 3 Stück, eins davon kannst du dir raussuchen. Meine Schwester, die muss sich dann mit einem 4-minütiges Opernmusikstück anhören. Mhm. Und ich muss Opernmusik. Opernmusik. Okay. Aber ich habe die Arschkarte gezogen. Ich muss den Tag bis 24 Uhr, darf ich nur noch bei WhatsApp oder sonst irgendwo antworten mit Emotions. Weiß er, was wir demnächst machen werden? Wenn wir mal wieder so eine Party schmeißen. Ich habe nämlich schon das lustige nächste Spiel, was wir machen werden. Oh je. Und zwar brauchen wir dann ein Headset, davon haben wir ja genug. Ein Computer mit Musik. Und dann wird abwechselnd mit Strichliste geführt. Wird sich einer hinsetzen auf einen Stuhl, wird die Kopfhörer aufkriegen, wird ein Musikstück bekommen. Bisschen aufgedreht und muss mit Kopfhörer anfangen zu singen und die anderen Leute müssen erraten, was für ein Titel das ist. Okay, ich meine, die Napalm Falls kann noch peinlicher werden, das letzte Mal. Finde ich gut. Ich weiß schon, was ich sing. I will survive. Vor allem das Schöne ist ja, du, dadurch, dass das ja die Musiker so laut ist, die anderen es ja nicht hören durch die Kopfhörer, hörst du deine eigene Stimme ja ganz minimal nur. Dann weißt du ja nicht, ob du laut genug bist, so leise bist. Ja. Das wird richtig lustig. Oh ja, ich habe auch schon einiges geordert für die nächste Party hier im Partykeller. Was ist eigentlich mit den Getränken? Wollte ich mal fragen, sind die immer noch unten oder wie ist das? Nein. Die Flaschen? Da wird doch noch fast voll der Kühlschrank. Die Flaschen. Die Bierflaschen. Das ist alles im Abfallabteil. Oh, die Flaschen, die braunen Flaschen. Was ist damit? Gibt's keine mehr. Hast du die alle leer getrunken? Ja, klar. Okay. Jeden Abend. Jeden Abend eine. Es waren 20 Flaschen noch drin. Wenn nicht noch mehr. Ja. Nein, also für die nächste Party mache ich es auch so, ich bringe den kleinen Kühlschrank dann hoch, damit wir nicht immer runterrennen müssen, das Eis zu holen. Mhm. Ey, das wird so lustig, ich habe da schon einiges organisiert und klar gemacht. Wir nehmen wieder den Fernseher mit runter. Ja. Wie bei der Wii gespielt. Und ich glaube, wir übernachten dann auch unten. Ja. Betten haben wir genug. Ey. Ich muss es ja ganz kurz sagen, weil die zweite Folge vom Treffen ist ja raus. Ja, jetzt wissen es alle. Ihr habt ja den Partykeller unten gesehen. Und als wir nächsten Morgen runter sind, uns hat es umgehauen. Weil wir hatten Döner bestellt gehabt, da stand überall Döner in der Ecke. Es hat nach Döner und Knoblauchsoße gestunken. Und nach Alohol. Nach ganz viel Alohol. Und Zigarettenqualm. Poch, es war... Das ist so eine Mischung. Alkohol ist der Sanitäter in der Not. Alkohol hat doch mal der... Wie heißt er noch?
Der grüne Hyena oder wie der heißt? Ah, Grönemeier, genau. Oh, den mag ich nicht so. Ja, willkommen zu Let's Play Live und alle neuen Zuschauer. Heute Boxenstopp Live Aufnahme. Ihr schlagt Themen vor, die wir besprechen. Wir sind wieder so ein bisschen, ja, nicht abgeglitten, aber wir haben schon wieder ein paar Themen wieder gehabt hier. Ist ja Wahnsinn. Ein bisschen abgeglitten. Wir sind komplett abgedriftet. Wir wollten über Geburtstage reden. Genau. Was ist denn so euer... Was ist denn so euer schlimmster Geburtstag gewesen? Hattet ihr einen schlimmsten Geburtstag? Lass mich überlegen. Ich fange mal an. Ich hatte einen mit, lass mich kurz überlegen, mit, das müsste 2007, wie alt war ich denn 2007? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Das war der schrecklichste Geburtstag ever. Alle waren so vereint, Familie, Freunde, Freundin, ja. Damals hatte ich noch eine Freundin. Ich meine jetzt auch, aber... Verstehe ich nicht. Und, und an diesen Tag werde ich mich, glaube ich, ewig dran erinnern, denn meine Freundin hat mir den Geburtstag sowas von versaut. Aber so richtig. Oh. Und wir haben uns so gefetzt und gestritten, dass sogar Gläser, Flaschen und Stühle und alles geflogen ist. Und ich habe nur noch, also es war damals noch meine Eltern, wir haben bei den Eltern gefeiert, bei meinen Eltern damals, und ich bin einfach raus aus der Bude. Ich bin raus, habe gesagt, kannst du mich am Arsch lecken? Piep dich, du blöde Piep, habe ich dann gesagt. Und bin dann abgehauen. Und deswegen ist das so mein schlimmster Geburtstag. Okay, das kann meiner nicht toppen. Und zwar war es mein 9. Geburtstag. Nach monatelangem Reden, dass mein Vater mir die McDonalds-Party bei McDonalds spendiert. Mhm. Ey, hat mich so ins Zeug gelegt. Ich durfte 20 Freunde einladen und Klassenkameraden. Ja. Habe ich gemacht. Nur es ist keiner gekommen, weil die Masern rumgingen. Mhm. Also im Endeffekt saß ich alleine dort. Okay, toll. Das war schon scheiße. Das war... Wow! Auto muss schlafen. Da kann ich natürlich... Auto liegt auf der Seite. Nicht mitreden. Ich habe eher den anderen... Von den anderen, den Geburtstag habe ich meistens versaut früher. Okay. Wie das? Ich habe von meiner Schwester versaut. Meine Schwester hat einen 10. Geburtstag gehabt und ich hatte nichts Besseres im Kopf, als mit meinem Kumpel einen Schuppen abzubrennen. Ach du Scheiße. Okay. Also auch so ein kleiner Fackler. Ja, das war halt mehr so Unfall als... Ja, wir haben halt ein bisschen rumgegoogelt im Keller, im Schuppen. Da war halt viel Öl und Benzin alles drin. Und haben wir den gelben Sack angebrannt, haben den dann wieder ausgetreten. Dann bin ich mit dem Schlüssel dann runtergekommen, nachdem ich irgendwo in der Wohnung von meinem Vater war, das der Schlüssel vom Bockboot. Mhm. Und da hat er vorne immer am Lenkrad... Da war halt wie so ein Loch drinne. Mhm. Und da hat er immer Geld reingesteckt. Ja. Das wusste ich. Also hab ich den Schlüssel irgendwo runtergeholt, mir ein Auto aufgeschlossen, hab das Geld rausgeholt und bin zum Imbissbude mit einem Kumpel, haben uns schön Pommes mit Mayo damals natürlich auch. Okay. Und eine schöne Cola geholt. Nachdem wir zurückkamen, hat der ganze Schuppen gebrannt. Ach du Scheiße. Das war wahrscheinlich so ein Schwelbrand. Okay. Und hab ordentlich Ärger bekommen, irgendjemand hat mich hochgeschleppt, das weiß ich noch, und ich hab dann irgendwie noch einen Kaffee vom Tisch gekickt mit dem Fuß. Und dann haben sie mich erstmal eingesperrt ins Schlafzimmer. Für den Rest des Tages. Böser Bubi. Böser Bubi. Oh Mann. Hm? So, da hatte noch jemand, ich glaube Schnocki hatte, glaube ich, gerade noch geschrieben gehabt. Meine letzte Party vergesse ich nicht. Geburtstag von Freundin. Ich und Kumpel Kummers auf dem Deluxe. Was machen wir? Laufen über die Autobahn heim. Bis nach ungefähr circa 4 Stunden so ein Cobra 11 Verschnitt Mitleid mit uns hat. Okay. Ach, du Kacke. Naja, das Beste war, wir trafen einen Amateursäufer 16 Jahre. Was?
Dann haben wir dann, den haben wir dann mitgenommen. Okay. Puh. Also ich weiß definitiv eins, mein 30. wird fett gefeiert. Mhm. Da ist dann der Flexi da. Oh ja. Da ist der Consumer da. Da ist der Hardstyler da. Ja, sicher. Und da wird der Bananenbrot da sein. Ja, sicher. Zurückkommt. Ja, sicher. Sicher. Und dann bringt der liebe Onkel Bob eine Anlage mit. Ja. Aber die große Drehstrom gebraucht. Die große Anlage, die große PA-Anlage mit allem Piep, Zip und Zap. Das willst ja. du nicht machen. Wo willst du denn aufbauen alles? Doch. Alles im Partykeller. Das kriegst du da gar nicht rein. Wir bringen das Ding zum Wackeln. Das kriegst du da gar nicht rein. Scheiße. Da stellst du zwei Boxen rein, ist der Raum voll. Ja, müssen wir mal gucken. Die Omas haben gesagt, ihr sollt ruhig mal bitte laut machen. Ja, ja, sie haben die Party mitbekommen. Ja. Also drehen wir die nächste Party auf. Ja. Entweder, wenn Flexi kann, wird die nächste Party wohl eine Silvesterparty werden. Mhm. Und da wird dann auch richtig gefeiert und dann allerspätestens zu meinem 30. Also wenn das mit Silvester alles hinhaut, dann bin ich Silvester auf jeden Fall da. Wenn das hier mit Silvester, wie gesagt, hier nichts wird, dann brauche ich auf jeden Fall zwei Schlafplätze. Bekomme ich wieder das Zimmerchen, ne? Ja, natürlich. Sauber. Ja, da können ja zwei übernachten. Dein Kämmerchen. Ja, klar. Mein Kämmerchen. Sehr schön. Oh, Silvester, jawohl. Zünden wir die Silvester-Raketen vom Balkon. Nein. Oh, letztes Jahr Silvester war so eklig, war so richtig scheiße. Warte. Machen, ja genau, Silvester-Raketen in den Hintern und abschießen. Aber warte mal. Lass uns mal kurz hier anhalten. Für die lieben YouTube-Leute. Falls ihr wissen möchtet, was wir Silvester eventuell machen, dann müsst ihr in der nächsten Folge wieder einschalten. Also, bis dann. Ciao. Ciao.